Sinne an ihm erschaffen. Ich kann Petrus sehr gut verstehen, wenn er zu Jesus gewissermaßen sagt, kommt doch überhaupt nicht in Frage, dass du mich deinen Gegnern auslieferst. Petrus kann es nicht glauben, dass Leiden und Tod dieses Gottesboten zum Erfolg führen soll, zum Erfolg seiner Mission gehören soll. Das ist mein Weg. Unmissverständlich und mit aller Deutlichkeit sagt der Herr es seinen Jüngern. Und weiters, das wird auch euer Weg sein, wenn ihr in meiner Jüngerschaft bleiben werdet. Jesus mutet gewissermaßen seinen Jüngern einen Lernprozess zu, dass sie sich darauf einlassen, den ganz anderen Weg Jesu zu begreifen. Die Jünger hören zunächst einmal das Wort vom Kreuz und vom Leiden und dort bleiben sie auch hängen. Das Wort von der Auferstehung, das hören sie nicht mehr. Das geht unter. Sie hören das Wort vom Verlieren des Lebens, dass es aber der Weg ist, wie sie ihr Leben retten werden, das hören sie nicht mehr, das geht unter. Wer hört denn schon gern das Wort vom Verlieren? Und da beginnt die Zeit, in der sich Menschen von Jesus abwenden. Und die Ursache ist durchkreuzte Erwartungen. Doch auch in der Krise eine Handvoll Jünger bleiben ihm treu. Und da, Brüder und Schwestern, möchte ich nun unsere Aufmerksamkeit auf die Geschichte unserer Eltern, Großeltern und Vorfahren lenken. Über lange Zeit hat der christliche Glaube Land und Menschen, Kultur und Lebensgefühl in unserer Heimat zutiefst geprägt. Der Jahresablauf war gekennzeichnet von vielen christlichen frohen Festen in Gemeinschaft. Treu sind die Menschen zum Glauben und zur Kirche gestanden. Und dann die bitter durchkreuzten Erwartungen durch Vertreibung und Verlust der Heimat. Wie kann Gott so etwas zulassen? Für so manche zersplitterte gewissermaßen ihr Gottesbild. Das war schwer zu begreifen und noch viel schwerer zu leben, weil es einer Vorstellung von einem gerechten und guten Gott zuwiderlief. Und plötzlich war das Wort vom Kreuz und Leiden zur bitteren Realität geworden. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Und diesem herausfordernden Wort mussten sich die Menschen damals stellen und eine Antwort darauf finden in ihrem Leben. Und so nahmen unsere Vorfahren außerdem ein paar Habseligkeiten, die sie mitnehmen durften, auch ihren schwer geprüften, angefochtenen, ja, ich möchte sagen, zerschießenen christlichen Glauben mit in ein unbekanntes Ziel. Und mit diesem zerzausten Glauben in einem fremden Land, den wollten sie dort wieder einpflanzen. Doch das Wort vom Kreuz und vom Leiden, das war nicht das endgültige Wort. Und da denke ich an den Gottesknecht, die erste Lesung, die wir gehört haben, wo es geheißen hat, gleich zweimal, Gott wird mir helfen. So betet er. So betet der schwer Geprüfte und ich werde mich in Schande enden. Dieses Wort, das sie ganz gehört haben, das hat sie stark gemacht.
dass sie ihren Herzen bewahrt haben und mitgenommen haben. Das Wort von der Auferstehung, die hier in Erden, auf Erden schon anfangs begonnen hat, wohl noch nicht in der Endgültigkeit und nicht in der Endfassung, aber doch sichtbar geworden ist, spürbar, lebbar geworden ist im Laufe der Jahre danach. Ein neues Leben, von der Todesgrenze zurückgekehrt zum Leben. Durften das nicht viele von uns erleben? Am kommenden Mittwoch wird im Dommuseum in Wien eine Sonderausstellung eröffnet mit dem Titel Zeig mir deine Wunde. Bilder von Schmerz und Leid, die allgegenwärtig sind und Teil unseres Lebens und unserer Zeitgeschichte sind, die werden da gezeigt. Es geht aber ganz wesentlich um die Frage, wie man mit diesen seelisch-körperlichen Verletzungen umgehen kann, fertig werden kann, in die eigene Biografie integrieren, ja annehmen und aufnehmen kann. Was geschieht in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst? Hat mich dieser Titel beschäftigt und nicht mehr losgelassen. Zeig mir deine Wunde. Vielleicht haben unsere Eltern, Großeltern und unsere Verwandten zu wenig, zu selten davon erzählt. Vielleicht hätten wir mehr Fragen oder sie ermutigen sollen, dass sie erzählen. Oder waren wir vielleicht bei diesem hochsensiblen Thema zu wenig aufmerksame Zuhörer? Wenn sie es zur Sprache gebracht haben oder zur Sprache bringen wollten. Freilich vieles von all dem ist dokumentiert worden, verschriftlicht worden. Aber hat nicht so wenig davon auch den Weg zum Leben gefunden, zur Empathie. Und es war vielleicht ein Meilenstein in der Leidens- und Auferstehungsgeschichte unserer Heimat, dass die Vertreibungsberichte aus den Städten und Gemeinden des Heimatkreises Znaim am 14. August am Vorabend zum Hochfest von Maria Himmelfahrt einer großen Zuhörerschaft in Znaim zur Kenntnis gebracht wurde. Viele sind gekommen und war das Kommen so viel
Du der junge Dame. Naja. Komm, ich bitte ausschließen. Ein großes Gewässer. Ganz ein großer, ja. Komm mal noch bitte. Ja, da ist diese Herrheit. Du musst den Schwan loben. Was? Du musst den Schwan loben. Atem. Da soll sie daneben stehen, nicht dahinter. Okay, du kannst schon. Er soll sie daneben stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, irgendjemand hat einmal gesagt, ein Volk, das seine Toten nicht ehrt, ist das Leben nicht wert. Wir aber wollen im Rahmen des Heimattages in unserer Patenschaftsstadt Klosterneuburg unserer Toten gedenken. In Ehrfurcht gedenken wir der Opfer von Flucht und Vertreibung. Wir gedenken der Männer, Frauen und Kinder, die auf den Todeslisten, in den Todeslagern, bei den wilden Vertreibungen, in den Straßen der Heimat ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die vor Erschöpfung nach schwerer Folterung aufgrund unmenschlicher Behandlung ums Leben kamen, und wir schließen in unser Gedenken jene ein, denen der Verlust der Heimat das Herz gebrochen hat. Wir betrauern die Toten auf den Schlachtfeldern der Weltkriege und gedenken derer, die in den Gefangenenlagern starben. Wir gedenken der Frauen, Männer und Kinder, die Opfer von Terror und Gewalt wurden, die im Widerstand oder wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einem anderen Volk oder einer anderen Rasse verfolgt und getötet wurden. Wir gedenken der Toten in der Heimat, deren Gräber kein Kreuz ziert, an deren dortiges Wirkung aber Gott sei Dank immer mehr Gedenksteine an sie erinnern. Wir gedenken in Dankbarkeit aller verstorbenen Einheimischen, die uns auf- und angenommen haben und die uns Freunde wurden. Und wir gedenken auch unserer vielen Toten, die uns in ihren neuen Heimatländern mit Heimweh im Herzen nach einem erfüllten Leben in die ewige Heimat vorangegangen sind. Und einer dieser Vorangegangenen war ein Landsmann von uns, Karl Mayer aus Neusiedl in Südmähren, der in seinen späten Jahren in mehreren Büchern all sein Leid niederschrieb, das ihm widerfahren ist. Und unter anderem hat er ein paar Zeilen über den Heimgang geschrieben,
die ich jetzt zitieren möchte. Mit jedem, der heimgeht ins Reich unserer Ahnen, verwelken die Bilder wie Laub. Und unwiederbringlich verlieren wir alle viel Liebe und Freuden, Erinnerung an Leiden, ein Stückel vom Leben, ein Stückel vom Glück. Mit jedem, der heimgeht ins Reich der Erfüllung, zerfallen die Bilder der Heimat zu Staub. Ich füge diesen Zeilen noch hinzu, kein Toter ist tot, solange es auch nur einen einzigen Menschen gibt, der an ihn denkt. Dann ist dieser Tote immer da für den, der noch lebt. Der Lebende wird ihn fühlen und er wird ihn spüren. Und ein norddeutscher Schriftsteller, Johann Wilhelm Kienau, vielleicht mehr bekannt unter seinem Pseudonym Horch Fock, hat Folgendes gesagt: Die Toten sind nicht fort, sie gehen mit. Unsichtbar sind sie nur, unhörbar ihr Schritt. Bitte um das Lied vom Kameraden. Thank you.